Warum sind die Bäume so böse? Ich dachte, ich kann nicht gespalten hochgehen. Ich sagen, das ist wie das Eckstab aus dem Ding. Ja. Muscles statt Brain. Viel Energie, wenig Licht. Das ist ziemlich gut durch. Schafft es ja. Obwohl die keine Gesichter haben, verfolgen die dich mit ihren blinden Blicken. Ja, die haben ein Auge. Ein Baumstumpf? Ja. Hier wurde ich aber tiefer Sprung. Wieso lässt du das entgegengeklitscht? Gegleitet. Nein. Tot. Das ist Bruderliebe. Aye! Tja, jetzt müssen wir den Weg öffnen, würde ich behaupten. Geflüstert wäre. Im Nebel wieder. Das ist eine Hand. Das ist eine Hand, das ist ein Kleid oder so. Ach, das Bild babbert auch. Große Nase. Wenn die niesen würde, würden beide wegfliegen. Nee, die kann Heuschnupfen. Und Dankeschön für die zerstörte Stimmung. Zusammen mit mir. Ist das der Vater, der unter die Hand gekommen ist? Das ist der Vater. Naja. Köpf mal an. Nein, ist aufgewacht. Nein. Hör auf. Okay, tot. Gibt es nur eine Traumwelt? Das wird erklären, warum das Bild so gewabert hat. Oh. Und so eine riesige Staude. Ich wollte gerade sagen. Wenn ich das, was mich merkt, wie war, ist das wabernde Bild. Ja, jetzt kann weitergehen. Da! Na. Ist da noch ein Wasser zu sehen, irgendwas? Nein, leider nicht unsichtbare Wände. Ah, hier sind die Farben wieder da, wenigstens.
Jene Mene müsste. Oh nein, 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 nein! Maruhati! Da! Schnell, 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 schnell! Mach doch! Mach doch, mach doch, mach doch, mach doch! Da! Oh, beweg dich, beweg dich, beweg dich! Ich hab noch lebt. Ich glaube, es war zu spät. Nein. Es war zu spät. Irgendwo habe ich gerade jemanden töten, sterben sehen. Na toll. Nebenbei, das wäre ein Erfolg gewesen. Nein! Ich hätte es gehofft. Tja, da liegt er. Dieser eine Moment. Also wirklich eine Sekunde gefehlt. Ja, lauf nochmal über den Leichnam drüber. Hm? Das sind machen? Vielleicht seine Kinder oder so gewesen. Die im Haus verbrannt sind. Das ist tragisch. Guck mal, da kannst du noch runter. Bin ich geplättet. Nö, jetzt mag ich nicht mehr. Hey, Remy! Ich hatte so gehofft, dass wir den retten. Hat wirklich eine Sekunde gefehlt. Ich weiß nicht, ob man noch für einen Großen vielleicht hätte hochhalten müssen oder so, aber... Habe ich versucht. Drück mal Start. Oder Start? Speichern neu starten? Möchtest ich kann du? Nicht manuell speichern, ist aber ärgerlich. Wenn du möchtest, können wir es trotzdem machen. Wenn du so. Würde das Spiel verfälschen, wenn wir das machen? Ich glaube nicht. Wir würden ein Leben retten. Ein virtuelles Leben, aber. Ich würde den schon gern retten. Sich deine Träne? Sich eine Träne? Nein. Wenn einem Manly Tier. Na, wir fangen wir an. Ist gut, ich hatte schon befürchtet, dass wir jetzt die gesamte Wildwasserbahn und so nochmal machen dürfen. Das war Spaß gewesen. Da siehst du. Versuchen wir mit dem Großen jetzt hinzurennen oder so? Maruhati! Ja. So. Gut, gut. Ilata! Sehr gut, diesmal haben wir. Na komm schon. La, Lamut! Wo du besser Stuff gekauft. Ah, Gott sei Dank. Walila. Das. Ich weiß nicht, das hätte mich schon mitgenommen. Bist du wirklich sehr, sehr betroffen? Ria, sa. Natürlich, das ist ein Tiefpunkt hier in dem Spiel. Ria, sa. Tatsächlich, das ist seine Familie im abgebrannten Haus. Ja, und er ist der Einzige, der überlebt hat. Wie kann man da denn bitte schon nicht traurig sein? Walila. Wir können ihm auch nicht weiterhelfen. Also er hat vielleicht sogar zugeguckt, wie seine Familie gestorben ist. Wenn du jetzt natürlich wieder die Stimmung, den Mut zerstören willst, kannst du ja sagen, er kann in Zukunft hier im Baumhaus leben. Und das hätte ich niemals im Leben gedacht. Eigentlich also, es glüht sogar noch ein bisschen die Luft. Ja. Wackelt. Na, sieht gut aus. Ups. Na, der flog. Ich war noch begeistert, wie multitaskingmäßig du das. Ich war auch bei mir begeistert.
Jetzt darfst du nochmal retten. Oder vielleicht lass ihn diesmal sterben. Ich weiß, ob ich es noch schaffe. Ich wäre so begeistert von mir, dass ich es schon beim ersten Mal so geschafft habe. Top, die Wette gilt. Maruhadi! Da! Na, also. Lass mich los, siehst du nicht meine Familie. Ja, sieht doch gut aus. Wir hätten es tarnen können, indem du einfach runtergehüpft wärst. Walila. Dann hätten wir es nochmal gestartet. Kletter jetzt nur mit einem dahin. Gut. Lass den anderen hier links stehen oder so. Ja, kannst du dich mal hier links stehen lassen. Ja, sag ich ja. Wie wär's, wenn du hier links stehen lässt? Weiß ich nicht, ich bin nicht, dass er links besser steht. Stimmungskiller. Hey, nein! Naja! Hey, Naja! Kann er nicht weiterlaufen, wenn er nicht da ist? Nee. Hey, nein! Na, Bruderliebe, können Sie sich voneinander trennen. Man muss aber auch sagen, er hat keinen so tollen Wohnplatz erwischt. Wieso? Wobei die Aussicht natürlich toll ist. Eben. Wir haben es geschafft. Ich muss aber sagen. Hey, hey, Naja! Das ist wirklich lange. Hier. Tatsache. Machen wir es mal. Das sah auf jeden Fall sehr cool aus, wie er da runtergeflogen ist. Oh, ist noch nicht gesichert. Ein goldenes Kistchen. Ein güldenes Kistchen, strahlend im Sonnenschein. Was mag wohl in ihm versteckt sein? Keine Regung. Ich sehe, wir sind hier im Land der Dichter und Denker und dann huldigst du mir nicht mehr. Sind wir gleich. Yes. Ja, Frauenkind. Vieles Beinchen. Dafür hat man auch noch Zeit. Ja. Was sich bei allen können, auch den Vater begraben. Können wir bei ihm fragen, wie er es gemacht hat. Weißt du, ganz pietätlos läufst du jetzt übers Grab auch noch zu über. Wem bist du über der Leiche gestiegen, gestapft, gestiefelt? Tja. Ich sehe da noch ein Haus.